Wir sind heute in dem Googles bestbewertesten Skatepark aus ganz Deutschland und wir werden eine absolut krasse Session machen. Viel Spaß beim Video. Willkommen zu diesem Video. Wir sind heute in dem Googles bestbewertesten Skatepark. Ich bin komplett gehypt. Wir werden eine Session hier haben. Das werdet ihr nicht glauben. Und wir fangen einfach mal direkt an mit dem Video. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier gerade in einem neuen Abteil von dem Mellow Park. Wir sind im Mellow Park, damit ihr Bescheid wisst. Und wir haben hier einfach überall neue Rampen. Es ist komplett wild. Wir haben noch andere Parks. Das ist nicht der einzige Park. Wir werden erstmal hier ein bisschen fahren. Später noch zu anderen Skateparks gehen. Pump Tracks gibt es hier auch noch. Also wirklich alles. Also deswegen hat er auf jeden Fall den Titel verdient. Googles bestbewertester Skatepark. Die Serie geht weiter und das ist, glaube ich, das krasseste Video, was ich bis jetzt gemacht habe, hier auf diesem Kanal. Deswegen lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, ihr wisst ja, was zu tun ist. Aber wir fangen erstmal an, hier mal ein paar Clips zu machen. Ich zeige euch sozusagen indirekt den Park, in dem ich einfach hier ein bisschen fahre. Also, Henry, Janni und Dean sind auch am Start, deswegen wird es absolut eine richtig nice Session heute. Wir fangen einfach mal hier an, hinten an der Hip. Hast du Bock, die Hip zu shredden? Safe, komplett. Was wollen wir machen? Ich versuche einen Double Finger rüber erstmal. Was machst du? Weiß nicht, was soll ich machen? Heel Kick Right. Heel Kick Right, okay. Heel Kick Right, safe, safe. Hip, ich mach Double Finger Whip und ich schau einfach mal, wer ihn als erstes schafft, aber ich fange an. Okay. Ich denke mal, wir machen beide First Try. Ich denke schon. Ich hoffe. Ui! Heel Kick Right. Oh, lage doch beide First Try, Digga. Janni, was willst du machen? Vielleicht drüber machen? Ich habe auch irgendwie was gesehen. Du hast irgendwas rüber gemacht. Flip vielleicht? Flip Hip? Boah, ja, den kann ich mal machen. Dann ich möchte mal sehen von dir. Ja, okay, den mache ich. Der Bro will ganz kurz was sagen. Was willst du sagen? Abonniert diesen Account. Ah ja, abonnieren, sehr wild. Hallo, abonniert ihn auf jeden Fall. Oh ja, sehr wild. Richtig geile Videos. Ja, sehr wild. Leute, ich hab's nicht gesagt. Ich bin Janni, Flip. Oh, Junge, ich dachte, du snakes ihn komplett. Alles gut? Hab ihn gesehen? Hatte Angst? Hatte Angst, ja. Und das Geile ist, mein Schoner war halt einfach nicht da, wo er sein soll. Aber sonst alles gut, ja? Nur ein Schock. Meine Hände sind jetzt ein bisschen rot, aber wenn mir meine Mama da ein Küsschen drauf gibt, dann geht das schon wieder. Auch diesmal soll mir am besten keiner entgegenkommen, weil ich hab's halt gesehen. Ja, das war halt schon ein bisschen zu ablenken technisch und Digga, egal. Ich stell mich einfach hier hin, alles gut. Ja, okay, sehr gut. Ich bin Security-Mann für dich. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alles gut? Alles gut. Boah, Digga, der Schuh hat so nichts gebracht. Ja, vielleicht oh, was macht er denn jetzt? Digga, was ist denn jetzt los? Was, gerade hat sich Ding gepackt, jetzt du, was ist los? Oh, vor allem auf Teer so packen. Voll, alles gut? Ach, scheiße. Sah einfach nur nach Rücken-Action aus. Ja, war's auch. Aua. Oh, Junge, mach's aber nochmal. Ja, eigentlich muss ich nochmal machen. Sei ehrlich, hast du Bock? Nein, aber ich muss. So, nächster Try von Janni. Ja, der ist, wow, okay. Oh, der war aber auch sketchy. Ja, aber diesmal hast du dich nicht gepackt, das passiert natürlich auch mal. Ja. Dankeschön. Ey, wirklich, das ist gerade irgendwie eine Fail-Session. Aber feierlich, deswegen mache ich jetzt noch was. Was denn? Warte mal, warte. Das schmeckt übertrieben nach Rewind, also Rewind Kickless. Digga, dann machst du einfach Rewind Kickless. Hier hin. Nach Kickless, Kickless. Ah, Digga, jetzt wird's eklig. Mann, hat er Angst? Ja, ich glaub's ihm, dass er komplett Angst hat. Ah, Mann. Ja, aber auf chill nochmal ein Heel, Brian nochmal ganz zurück. Jetzt hat er keine Angst mehr. Alles klar, perfekt. Digga, okay, mach weiter, Digga. Ah, Digga, was will man sagen? Bist du, hast es jetzt? Ich hab's jetzt. Junge, das Ding ist, ich hab so Invert gemacht, dachte so, boah, der ist richtig geil. Und wenn ich zurückziehe, merke so, es hat sich richtig verfangen. Digga, auf das dem ist Video, ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Ja, es ist auf jeden Fall ganz schlimm. Es war richtig so, dass ich nach unten am Boden gekommen bin. Ich dachte so, das war's. Du kannst nichts machen. Zum Glück bist du nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Deswegen hat auf jeden Fall immer Schoner und Helm dabei, das ist ganz wichtig. Ist aber dir geht's gut, ja? Beispiel. Ja, ja, klar. Sehr gut. Ich hab Bock auf Clips. Okay. Kannst du filmen? Natürlich. Gesehen hat, aber ich bin nur mit dem Hacken gelandet. Das Deck hat gar nicht den Boden berührt irgendwie. Oh, meine Hacken tun so weh. Janni wollte noch einen Trick machen. Gut, Rewind Kickless oder sonst irgendwas. Über die Hip, das macht schon Bock. Ah, schade. Ich habe gerade komplett Lenker vergriffen. Passiert natürlich. Aber Janni wurde gerade wieder gesnackt. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Boah, man muss echt aufpassen, sonst crasht man komplett in die kleinen Scooter Keys rein. Passiert natürlich auch. Deswegen immer Augen auf. Aber ich schaffe ihn jetzt und Janni hoffentlich auch. Yes! Sehr nice. Dankeschön. Oh, Alter, ging auf jeden Fall gut rein. Ich bin gut weit unten gelandet. Ja. Aber so muss das. Komm, Kira, jetzt du. Okay. Backdrop Brightwist. Yes! Sehr nice. Jeder hat seinen Trick geschafft. Sehr wild. Digga, okay, und jetzt machen wir gleichzeitig die Flair hier anderen. Okay. Oh, das klingt gleich. Gleichzeitig? Ohne, ja, oder halt ungeschnitten. 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 Okay. Gleichzeitig. Okay. Sehr schön. Ich bin gespannt, ob wir den ungeschnitten schaffen. Ja oder nein? Ja. Ja, sehr nice. Das wollte ich hören. Okay, komm, ungeschnitten. Wir sehen. Oh, oh nein. Und, Claire? Nein, oh, nein, oh, alle beide nicht. Oh,
Schade. Ich war so gar nicht konzentriert. Warst du konzentriert? Null, weil das Ding ist, ich habe eher darauf geachtet, dass wir gleichzeitig losfahren. Ja. Auf einmal machst du schon eingeschaut. Ich habe mir so, bruh, das kann nicht mehr werden. Und dann null abgesprungen, Mann. Digga, aber wir machen jetzt einfach nochmal. Wir machen schöner und jeder einzeln, würde ich sagen. Okay, und clear. Ja, yeah. Kieran, Backup. Und jetzt mal richtig abspringen. Mit allem, was du hast. Yes! Oh. Auf jeden Fall sehr clean, Digga. Sehr nice. Wir gehen mal weiter, denn der Park ist riesig. Wir haben hier noch Pump Tracks, wir haben hier noch Rudis Resterampe mit Racing Water. Da hab ich auch Bock. Ich hab komplett Bock. Problem ist, hier ist ein bisschen nass. Es hat heute Morgen geregnet, deswegen werden die Rampen noch ein bisschen nass sein. Hier haben wir gerade noch ein bisschen Glück, dass wir hier fahren können. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal zum Pump Track. Habt ihr Bock auf den Pump Track? Digga, bleib hin. Wir bleiben da aber nur kurz, also gleich geht's weiter mit Rudis Resterampe. Erstmal zum Pump Track. Jetzt sind wir hier im Pump Track angelangt und wir werden jetzt einfach komplett hier ballern. Natürlich kann man im Pump Track nicht viel machen, deswegen würde jetzt auch nicht so viel vom Pump Track kommen, aber wir werden trotzdem nice Aufnahmen machen. Ich würde einfach Musik hintermachen. Ihr werdet es sehen. Viel Spaß. Wie gesagt, man kann hier natürlich nicht so krass viel filmen. Wir sind einfach nur ein bisschen rumgekurst, haben einfach nur eine geile Zeit. Ich sag's euch ehrlich. Aber jetzt gehen wir mal zum nächsten Abteil, weil es gibt hier wirklich sehr viele Parkabteilungen. Es gibt hier nämlich wirklich sehr viele Parkabteilungen. Es ist komplett nice, deswegen schauen wir einfach mal, was es noch hier alles so gibt. Aber Leute, bei Scooters United könnt ihr einfach 10% mit dem Code Kieran10 einfach sparen bei auf der nächsten Bestellung. Ihr habt nur noch 5 Tage Zeit, deswegen beeilt euch auf jeden Fall. Nutzt den Code Kieran10 bei der nächsten Bestellung bei Scooters United. Weiter Link in der Videobeschreibung. Hier ist der Episode schon. Erster Link. Könnt ihr euch gerne meine Kurse angucken. Deswegen, erster Link. Anfänger bis Profi. Könnt ihr Kurse machen, oder? Ja! Ja, genau. Also, wir machen jetzt weiter. Wir sind jetzt im nächsten Abteil. Das nennt sich, wie nennt sich das nochmal? Rudis Reste? Rudis Reste Rampe. Genau, wir sind hier und ich habe komplett Bock, weil das ist der richtige Parkbereich. Das heißt, hier haben wir, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich Step Up. Wir haben eine Spine, wir haben eine Box. Hinten haben wir noch einfach eine Resi 180 und Resi Box. Das heißt, wir sind komplett ausgesorgt. Die ganzen Skate-Rampen, die ganzen Rampen, wie man sehen kann, sind natürlich komplett nass bei unserem Glück. Aber wir müssen es natürlich trotzdem so gut wie möglich machen. Die Resi 180 ist schon trocken, habe ich gesehen. Deswegen, Henry, ja? Hast du Bock auf Banger? Ja, sehr. Ich habe auch ganz doll Bock auf Banger. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber, gucken einfach mal, was wir machen können und ja, viel Spaß. Wir gehen jetzt erstmal zum 180 Resi Quarter. Also wie man vielleicht sehen kann, wir sind jetzt hier an der Resi. Von hier oben sieht es ungefähr so aus. Da hinten sind schon die ganzen Jungs, die sind bereit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, es macht komplett Bock. Wir werden auf jeden Fall einfach mal irgendwelche Tricks rausballern. Ich bin gespannt, was man so alles machen kann hier, aber Henry macht als erstes einen Trick. Er wollte unbedingt was machen, deswegen bin ich mal gespannt. Oh, man sieht gar nichts, aber ey, der ist clean. Digga, jetzt sei mal ehrlich, wie findest du die? Ey, die macht echt Bock, man kann nice Tricks reinmachen. Okay, gut, soll ich mal was machen? Ich mache auch einen Immo-Pry, würde sagen, ja. Nice! Lieb! Oh, oh Mann. Mann! Ja, es passt schon. Ich mach noch einen Flair. Das sollte klappen, oder? Danach willst du noch was machen, oder? Okay, ja, safe. Hey. Also ich bin euch ehrlich, bockt, man hat wohl die Zeit hier Sachen zu machen. Ja. Henry, worauf hast du Bock? Ich will mal einen guten Buttercup sehen von dir. Ach, machen wir, okay. Ja. Okay, wollt ihr irgendwas versuchen? Digga! Oh. Ey, der wäre vom Ding her fast one foot. Ja, passt, aber das ist jetzt albern, den jetzt irgendwie auf Stress zu schaffen. Wir müssen ihn ohne Kamera jetzt von der Banger Session machen, okay? Hey. Also wahrscheinlich, wie ihr es ja verstanden habt, wir wollen jetzt unbedingt hier fahren. Es macht komplett Bock. Ich nehme euch natürlich so viel mit wie möglich. Aber trotzdem wollen wir natürlich auf Instagram auch noch Banger Sessions machen, beziehungsweise Banger Clips. Kommt natürlich dann auch alles online, müsst ihr einfach in der Videobeschreibung einfach mal abgucken. Instagram @kieran.grese. Ihr wisst ja, wie es läuft. Aber der Park, der sieht schon verdammt gut aus, muss man echt sagen. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Und ich filme einfach mal zwischendurch ein bisschen hier Rudis Resterampe mit und dann gehen wir vielleicht nochmal weiter. Ja, vielleicht kann man das hier alles sehen. Es ist halt leider sehr nass. Wir müssen ein bisschen warten. Die Sonne kommt noch nicht ganz durch. Aber es muss bestimmt richtig bocken, hier die Spine zu ballern und sonst irgendwas. Ey Jungs, wie sieht denn das aus? Kann man das selber fahren? Ja, ist ein bisschen nass, ein doller Rutsche. Guck dir die Antwort an. Ah ja, ich hätte einfach selber mal gucken können. Es sieht schlimm aus, aber die Box sieht gut aus, oder? Ja, aber da auch, nicht. Auch nicht. Da auch nicht. Okay, gut, dann heißt es erstmal warten. Vielleicht machen wir später nochmal hier eine Session. Deswegen melde ich mich einfach später. Also hören wir uns gleich. Boah, Junge, richtig schön. Wow. Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie hoch eigentlich diese kleine Quarter ist. Die sieht klein aus, weil ich gerade auf einer riesen Wall stehe. Aber die ist wirklich riesig, wenn man schon das vergleicht. Wenn man hier oben ist, Digga, das ist schon sehr steil und auch vor allem sehr hoch. Aber wir machen jetzt nochmal ein paar 180 Tricks, weil es hier wirklich richtig Bock macht. Was war das denn? Ich soll Kickless Bry Whip, obwohl er hier Kick Bry machen wollte. Oh, 270 wird angedockt. Hier ist halt blöd für die. Die müssen bis da hinten fahren und da ist komplett nass. Deswegen würden die jetzt hier einfach nur L.E.U. fahren oder halt auf Holz.
Boah, Junge! Wolltest du auch Cape Rip versuchen? Ja, richtig. Mega, der wird schon, komm. Boah, es ist hoch! Alter, Plattform! Oh, weggerutscht, aber dieser ist drin, denn alle guten Dinge sind natürlich drei. Boah, der dritte ist so safe drin. Yes, clean. Ich sag doch, alle guten Dinge sind drei, immer. Boah, schade. Aber der wird gleich, oder? Safe, ich schon. Henry, ich jetzt die Kamera. Ich fahr jetzt auf jeden Fall nochmal Resi. Was soll ich machen? Call mir mal irgendeinen Trick. Boah, ich call dir was, wenn du schon da bist, okay? Okay. Okay, mach mal einen Heel Finger Rewind. Ich hab den noch nie versucht, Mann. Probier einfach, komm. Okay. Okay, ich bin gespannt. Okay. Oh, schade. Zeig meinen Helm. Ach du Scheiße. Ich hab ihn nicht mehr auf. Ach du Kacke, du musst ja auf jeden Fall mal enger schnallen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der nächste ist drin. Der sah schon ganz gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall, safe. Schade. Okay, Heel Finger Rewind. Ah, schade. Na also, safe. Ich sag doch, Digga, jedes Mal. Yes. Aber der war richtig late, der war richtig clean. Ihr habt den ganzen Park gesehen. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Es war auf jeden Fall sehr wild hier zu fahren. Ich würde einfach sagen, ich schreibe einfach von 1 bis 10 in die Kommentare, wie ihr den Park findet. Ich finde den absolut wild. Ihr wisst, was zu tun ist. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem zweiten Link könnt ihr einfach richtig schön 10% sparen bei Skursnack mit dem Kiran 10. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wollte ich noch was sagen? Nö. Begeisterung. Haut rein. Peace.